bisschen unheimlich. Tag, alle wiedergeben, okay. Ist die auch so richtig? Moment, ist die Playlist zu laut oder? Ich mach's mal ein bisschen so. Ja, ich glaube, das passt so. Ich habe gemerkt, in den letzten Parts war es ein bisschen zu leise. So. Wollen wir den angreifen? Nein, wollen wir nicht. Sonst ist ein ganzes Rudel hinter uns her. Hä? Achso, ich dachte, der verfolgt uns jetzt, habe ich mir gedacht. Schwimm! 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 Und hier in der Nähe ist eine Höhle, das weiß ich noch. Hat uns überraschend einen Creeper überrascht. Eigentlich könnten wir diesen Wald hier auch abholzen. Ich meine, der sieht scheiße aus. Es ist ein Schneebiom. Und ja. Er sieht scheiße aus. Hier ist Zuckerrohr. Warum muss uns schnell schnappen? Ich weiß nicht. Und hier ist Ocean. Der große Ozean. Ist das eigentlich unten? Sieht man da was, wenn man kurz da reinschaut? Ich schau mal schnell. Wir sind jetzt wahrscheinlich auf dem Ozeanbiom. Ich schau mal schnell. Na, hier nicht da. Nein, auch nicht da. F-Taste, F-Taste. Ocean, yep, Ocean. So, ihr kommt hier erstmal. die Mini-Insel des Grauens. Kurz. Mininselgrau, Mininselgrau. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Kennst du das aus Findet Nemo, wo die Dory sagt, und schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ja, den Film könnte ich mir mal wieder anschauen. Na, wo ist denn der Dschungelbiom? Ich laufe bestimmt richtig. Also ich wüsste gar keinen Grund, warum ich falsch laufen sollte. Da ist er. Seht ihr ihn? Oder ist es der? Ja, das ist er. Hallo Dschungelbiom. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wie geht es dir? Beschissen, weil du wieder da bist. Was? Wer hat es gesagt? Egal. Komm, holzen wir den Regenwald ab. Denn wir brauchen das ganze Holz. Nur für ein neues Gebäude. Und da ist unsere kleine Siedlung. Okay. Ach, da ist die Höhle des Grauens. Seht ihr das? Da ist eine Fackel von uns. Ich weiß gar nicht, ich wusste gar nicht, dass ich da eine Fackel platziert habe. Eigenartig. Naja, ist auch egal. Ich muss mal schnell schauen, wie viel Speicher ich noch drauf habe. Einen Moment noch. Computer. Oh, genug. Genug. Noch viel genug. Entschuldigung, habe versehentlich gestoppt gemacht. Damit könnte ich Millionenfach aufnehmen. Na gut, übertrieben jetzt die Millionenfache. Fach. Und hier haben wir Zuckerrohr angepflanzt. Okay, daran kann ich mich gar nicht erinnern. So, hier ist er. Hallöchen, Mr. Dschungelbiome. Wachsen bei dir Kakaobohnen? Na, wir waren lange nicht mehr da. Vor gut 10 Parts oder so. Oder 20, 30 Parts. Vor gut 20, 10 oder 20 Parts, meine ich. Oh, unsere Haustiere. Na, habt ihr uns vermisst? Hallo. Ja, ich bin wieder da. Hey, Schwanz weg, ja? Hey, ich bin wieder da. Ich freue mich, alle euch zu sehen. Bis auf dich. Okay, was machen wir denn jetzt? Eier. Eier. Was machen wir denn mit den Eiern? Ist so gut, unser Haus sieht etwas. Ja, unser Dach ist halt noch nicht fertig. Aus dem Grund, weil uns normales Holz fehlt. Aber egal. Holzen wir jetzt den Dschungel ab. Fangen wir zuerst mit der Holzachs an, die ist die nutzloseste
Axt, die müssen wir auch loswerden irgendwie. Und schon wieder Morrowind-Musik. Dum, 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 dum. So, hier, da, alles weg. Na, die Holzaxt wollen wir ja verwenden, die müssen wir loswerden. Okay. Okay. Na, nehmen wir noch ein paar Blätter mit, dann könnten wir hier vielleicht einen Dschungel bauen bei uns. So. Ocelot! Na, heute nicht, später vielleicht. Ah ja, hier sind wieder ein paar Dschungelsträucher. Ich glaube, ich werde die Aufnahmesession langsam wieder beenden, auch wenn ich gesagt habe, dass wir unser Haus in dieser Session fertig bauen. Es kam ja einiges noch dazwischen. Wir haben ein Portal gebaut, wir sind in den Nether gegangen. Wir haben rumgealbert im Nether und wir haben eigentlich noch gar nicht so viel gemacht, fällt mir gerade auf. Ja, rumgelaufen ständig, ne? Wir laufen irgendwie ständig nur rum. Fällt mir jetzt eigentlich auf, jetzt so, wenn ich darüber nachdenke, was wir gemacht haben. Na, ist auch egal. Oh, pennen! Ich muss pennen! Muss pennen! Schnell! Schnauze! Bin hier, muss pennen! Ich nehme jetzt schon eine Stunde auf, sehe ich, weil einen Screenshot haben wir vor einer Stunde gemacht, da habe ich die Aufnahmesession ungefähr angefangen. Das haben wir also in einer Stunde geleistet, nämlich fast gar nichts. Höchstens ein bisschen Portal bauen. Oh fuck, wir haben Hunger. Hunger. Nicht Hunger, sondern Hunger. Hm. Hier brauchen wir was zum Fressen. Na gut, wir haben hier... Hey! Hey, komm, bleib doch da! Hey! Ich fange mir ein paar Fische. Es kommt immer was dazwischen, was wir machen wollen. Seht ihr das? Ich will hier Holz hacken gehen, dann sehen wir hier einen Ocelot. Dann müssen wir jetzt Fische fangen und das Fische fangen dauert jetzt wahrscheinlich auch wieder ein paar Parts. Also es kommt immer wieder was Neues dazwischen im MC. Eichenholz. Das brauchen wir für das Dach. Perfekt. So, zack, 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 zack. Wow, ja, da staunst du, was? Wow. Was ist denn los? Was ist denn los? Die sind ganz traurig, also vor Freude. Also ganz glücklich vor Freude. Deswegen weinen sie so freudentrin, weil ich wieder da bin. Ne. Na, ihr Hundis. Und die Katzen natürlich, ne? Einzige Katze bei den Hunden, ne? Ja! Na, wie geht's dir, hä? Okay, angeln. Angelzeit! Fangen wir uns einen Angel mit einer Angel. Hahaha. Oh, das kann wieder dauern. Aber man muss was tun, um Essen zu bekommen. Na jetzt aber. Komm schon. Na los jetzt. Ha! Verdammt, zu langsam. Alter, das leckt so sehr. Wie soll ich denn da angeln? Ha! Seht ihr das, wie das leckt? Das ist ja unglaublich. Also, ich muss da was dagegen tun. Das hat bestimmt etwas mit den Optionen zu tun. Open to LAN. Setting for other players. Hm. Sehr merkwürdig. Also ich probiere es noch einmal. Na komm schon. Ich habe hier ja nur 1000 Jahre Zeit, ne?
tut sich nichts. Hallo? Fisch! Seht ihr das? Das funktioniert nicht. Weißt du, was da leckt? Ich muss mal im Wiki nachschauen, warum das so leckt. Jetzt auf einmal. Schnauze! Na gut, dann beende ich diese Aufnahmesession an dieser Stelle. Wir haben leider unser Tagebuch nicht dabei, aber das macht nichts. Und dann sehen wir uns im nächsten Part genau hier an dieser Stelle neben dem Bett. Oder sagen wir besser auf dem Bett wieder. Bis zum nächsten Part, Leute. Ciao! Willkommen zurück bei Minecraft. Ja, ihr seht, jetzt haben wir wieder ein Texture Pack. Und mit der Version 1.3.1. Ja, sieht doch alles viel schöner aus mit Texture Pack, oder? Ach, wunderbar. Okay, wir waren dabei, ein bisschen Holz zu sammeln. Was sucht hier die Axt in diesem Ofen? Naja, egal. Okay, also fangen wir jetzt nochmal an, Holz zu sammeln. Ich bin der Holzfäller, ich sammle gerne Holz, 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 ich sammle gerne Holz, 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 Holz. Ich sammle jetzt gerne ein bisschen Holz, denn das brauchen wir für unser Haus, yeah. Ich sammle jetzt ein bisschen Holz, denn das brauchen wir uns für unser Haus. Naja, gut, was soll ich jetzt während dieses Parts quatschen? Ich habe keine Ahnung. Hey Huhn, was tust du denn da drin? Komm, ich befreie dich. Ich hätte vielleicht den Timbermod noch installieren sollen, aber naja, den gibt es ja momentan für 1.3. Aber naja, Timber oder nicht, jetzt wird Holz gehackt. Wir werden den Regenwald abholzen. Ich glaube, ich mache mir gleich eine Schere, dann kann ich hier gleich die Blätter hier mitnehmen. Wer weiß, für was wir sie noch brauchen können. Oh, wir haben Hunger. Naja, ich habe ja Fressen dabei, zum Glück. Okay, ah ja, eine Schere, aber die ist fast kaputt. Naja, besser als nichts. Wir haben 6, 7 Eier, die könnten wir später mitnehmen. Und dann irgendwie ein paar Hühner spawnen lassen, damit wir noch mehr Eier kriegen. Ich würde mal gerne einen Kuchen machen wollen, genau. Ja, wir haben Kuchen. Ich mag Kuchen. Ja. So, jetzt nehme ich erstmal die Blätter hier mit, die nerven hier eh. Okay. Oh, hier ein Dschungel. Dingsbums, 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 Bums, dieser Sand. Das weite Meer. Nein, kein Screenshot. Nein, auch nicht das. Das weite Meer. Der Dschungel. Hey, eine Katze. Ist das eine Katze? Nein, wir müssen schauen. Katze. Oh. Katzen sehen aber eher nicht so schnabelförmig aus, oder? Naja, also ich spiele mit halbem Vollbild, deswegen kann ich hier die NPCs nicht so gut erkennen wie ihr jetzt gerade. Ja, hier gibt es eigentlich nur Dschungelbäume, aber ich möchte hier keine Dschungelbäume, ich möchte ja die normalen Eichenbäume. Hey, ein Apfel. Lecker Apfel. Hey, Apfel. So, ja. Nehmen wir diesen Baum hier damit, wie auch immer. Nehmen wir noch gleich ein paar Seeds mit. Vielleicht finden wir noch einen weiteren Apfel. Oh, ich habe Hunger. Moment, ich muss was freschen. Freschen, ja, freschen. Wir haben 4 Äpfel. Fressen wir mal 4 Äpfel. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Und was in 1.3 neu ist, man kann jetzt Kakaobohnen an Dschungelbäumen finden. Das Problem an unserem Dschungelbäumen ist, wir haben die zu früh gefunden, das heißt, nur neu generierte Dschungelwelten haben Kakaobohnenpflanzen an den Bäumen. Wenn man momentan so keine Kakaobohnen an den Bäumen haben, so wie wir gerade, dann müssen wir sie einpflanzen.
Und zwar braucht man da Tropenholz dafür. Wir haben zum Glück 12, das müsste fürs erste reichen. Haben wir eigentlich Kakaobohnen? Ich meine, wir haben schon zwei Dungeons gefunden. Ich glaube schon, dass wir ein paar Kakaobohnen bei uns haben müssten. Um mich da jetzt eigentlich hochgeklettert. Naja. Naja, wie es dem auch sei, jetzt holzen wir mal den Regenwald ab. Wir holzen den Regenwald ab. Oh, Axt ist kaputt. Naja, macht nichts. Da. Ein schwimmendes Huhn. Warte, ich helfe dir. Ha! Da fliegt Experience. Oh Mann, es leckt. Es leckt und ich bin unter Wasser. Nein! Oh, ich dachte schon, jetzt trinke ich.